mit Timo unterwegs und nur noch 50 Meter vor dem Josefskreuz, dem größten Metalldoppelkreuz der Welt, Rotal. So, du kannst dein Bunny Hop machen. Okay, also, das steuern wir ja Rathaus, hier zu unserer Rechten, zu meiner Rechten, ist ein sehr kurioses Gebäude, denn es gibt im gesamten Haus keine Treppe. Es gibt nur hier draußen rechts die Außentreppe und wenn man in die verschiedenen Etagen will, muss man das immer von außen machen. So, das heißt, du bist unten am Empfang, musst dann irgendwie in die dritte Etage, musst dann wieder raus, rum. So. Zweite Besonderheit, es gibt im gesamten Gebäude 12 Türen. So wie die Monate im Jahr. Das Haus hat 52 Fenster wie Wochen im Jahr und 365 Fensterscheiben wie Tage im Jahr. Das ist das Besondere daran. So, liebe Leute, die Gruppe ist geschrumpft. Wir sind noch zu dritt und rollen gerade ganz gemütlich hoch nach Sophienhof. Stimmt das, Kenny? Das stimmt. Erzähl mal was über diese Abfahrt hier. Ja, eher über den Anstieg, ne? Das härteste, was man so im Harz fahren kann. Ausgepriesen mit 12%. Im Schnitt aber deutlich höher an einigen Ecken. 16-17%. Merkt man schon, ne? Ja. Sophienhöhe 2019. Vielen Dank für die Motivation. Herrlich. Die letzte Abfahrt beim Bikecamp Harz 2019, Auflage Berg. Hier ist Alrode. Heute knappe 100 Kilometer nochmal mit 1500 Höhenmetern. Wunderschön. Sehr, sehr zufrieden.